Ja, da muss ich, wie gesagt, einen kleinen Cut einziehen. War ja auch schon sozusagen Folge zu Ende. Ich hatte, waren ja, die letzten Worte waren ja, die Folgen etwas länger zu machen. Das wird auch so jetzt passieren. Die letzten, was sind das jetzt, nur ein paar Tage auf Weihnachten hin, ist ja jetzt nur noch 3 Folgen. Beziehungsweise das ist jetzt die letzte Folge vor Weihnachten. Dann kommen nochmal 2 Folgen an Weihnachten. Und dann haben wir sozusagen einen kleinen, ja, ein Special will ich ja nicht sagen. Ich baue jetzt darauf hin, halt so einen kleinen Weihnachtsbaum aufzubauen. Hab ich ja gesagt. Es muss ja ein bisschen weihnachtlich hier reinkommen. Dann kommt noch Silvester, das heißt, wir können ja Feuerwerke craften. Das heißt, ich werde mir da würd noch was überlegen, ob wir uns dann halt sozusagen um 0 Uhr diese Folge dann reinmachen oder halt das halt passend machen, dass das halt sozusagen um 0 Uhr startet, das Feuerwerk für uns. Und wir ein bisschen rigoros damit arbeiten können. Das werde ich aber dann offline ein bisschen machen, zusammencraften, alles Mögliche, damit wir halt dieses Material haben. Ich werde dafür einen Raum irgendwo mich hinsetzen, keine Ahnung. Also das werden wir dann auf jeden Fall sehen, wo das passieren wird. So. Wie? Ich kann nicht mit dir tauschen hier an der Stelle. Das ist natürlich blöd. Ich dachte, das geht, aber ich könnte ja noch Weizen machen. Das heißt, ich müsste irgendwie eine Farm aufbauen, damit ich halt diese noch wegbekomme. Und hier dieses Rinderfleisch könnte ich auch noch irgendwie wegkriegen. Rinderfleisch, vielleicht Pistons irgendwann. Sonst irgendwie. Ne, bekommen wir sehr wenig, vielleicht noch Bücher oder sowas, dass wir das auch noch machen können, aber sonst anders bekommen wir es gerade nicht, sehe ich. Das ist natürlich blöd. Naja, das macht ja nichts. So. Wie gesagt, hier den Tannenbaum noch zu Ende reihen. So, da kommen wir jetzt mit aus. Genau so. Auf der Seite und dann gehen wir in den Baum rein sozusagen und machen etwas da rein. So, reicht das? Ja, das reicht vollkommen. Das Holz, das machen wir mal. Hier setzen wir überall noch so Doppelstämme rein, damit halt der Radius von den Blättern nicht abgeht. Ob wir damit auskommen, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Das heißt, wir sind zum Zweiten noch ein paar Kohlen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Der wird auch dann die Zeit mir auf jeden Fall überleben, der Baum. Weil ich setze ja die Blätter hin und könnte den sozusagen abbauen, und die Blätter bleiben stehen. Aber es ist natürlich was Spezielles hier, so einen Weihnachtsbaum hier drin zu haben. So. Ja. So in die Krone rein und dann ist eigentlich auch schon gut. Jeden Fall ein bisschen was Weihnachtliches haben. Kann ja nicht jeder sagen, mach doch mal was Weihnachtliches oder warum hast du keinen Adventskalender gemacht etc. bla bla bla. Nee, brauche ich ja nicht. Ich kann ja sowas halt machen. Muss ja auch immer schick aussehen, so. Da vielleicht noch. Da noch, da noch, da noch, da noch und so ist gut. Komm, das lassen wir. Jetzt haben wir wenigstens. Sieht nicht hübsch aus, die Tanne, aber wir Hauptsache, wir haben eine Tanne hier reingezwiebelt. Ich glaube hier unten, up, bin ich. Werde ich nochmal so was machen. Damit das halt ein bisschen größer ist unten. Ja, die reicht vollkommen. Sieht jetzt nicht ganz super aus, aber Hauptsache, wir haben eine schöne Tanne hier hingepfeffert. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Wo geht das Portal denn hin? Hier, genau, nach Hause direkt. Oh, wow, nice. Die Blätter, die Blätter. Wo tue ich die denn mal hin? In irgendeine Kiste von hinten, glaube ich, ne? Werkzeuge, hier, da. Da ist auch das Buch, was sie nachher später brauchen. Und diese Stoneboards. Das werden wir alles gebrauchen, also macht. Ah, ne, Stoneboards nicht. Toolboards, also macht euch gefasst, was da noch passieren wird. Mit den ganzen Sachen. So, da sind die Sachen. Hier sind noch ein paar Bienen. Bienen, da. Erze. Erze, Erze, Erze. Alle hier reintun. Holz. Das kann gleich eigentlich da ins System rein. Hier, Bienen. Die kein Mensch braucht. Holz kann eigentlich rein. Wie sieht es mit den Eiern? Komm, schmeiß mal hier rein. Fichtensetzlinge. Obwohl, die Fichtensetzlinge. Ja, das wird ja auch noch ein zweites ME-System geben. Das heißt, da wird es auch noch passieren, dass
dafür ein System aufsteht und mehrere Patterns, die ganzen Setzlinge speichern, die ganzen Items, die aus den Setzlingen geschieht, alles speichert. So, das war jetzt ein anderer Baum und das sind jetzt so Bäume, die kein Mensch mehr braucht. Silverleim habe ich schon. Die muss ich wie gesagt noch machen. So, ich glaube, jetzt sollte das erstmal so nah dran sein, dass wir das haben. Genau, Glowstone wollte ich gucken. Glowstone habe ich. Machen wir mal. Machen wir erstmal 10. Das heißt, wir brauchen 20 Farben. Melodino, Melodin. Können wir ruhig ein paar mehr machen. Dankeschön. Ne, unsere Schüsseln brauchen wir immer da. Dankeschön, das muss weg. So. Git. Golden Nugget. Ist das denn invited? Ne, da brauchen wir eine Fackel später. Und der müssen wir jetzt down brennen. Habe ich den Stein normalen? Stein, 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 Stein. Habe ich wieder nicht, oder? Ne. Das heißt, ich muss da noch erstmal ein paar brennen. Ist auch komisch, dass ich davon nichts mehr habe. Kohle habe ich aber noch. Holzkohle. Holzkohle habe ich immer. Also das ist jetzt noch nicht hier komplett ausgetüftelt. Also es kommt ja noch genug. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass ich hier mir nichts einfallen lasse. Das halt gut. Ich bekomme sozusagen auch die Zeit etwas rum, euch genug Folgen zu liefern. Genau, das war jetzt die passende Kohle. Und muss mich halt immer halten, dass ich halt Folgen noch hinkriege, mir halt was überlegen kann, dass ich noch was sozusagen hier reiße. So viele brauche ich gar nicht, sehe ich. Da sind auch noch welche. Gehen mehr. Hier auch nichts mehr. Gott, die brauchen wir nämlich auch. Wir brauchen aber auch noch Lehm. Das kann jetzt mal weg. Haben wir denn Lehm hier drinne? Auch nicht. Also da brauchen wir jetzt. Oh doch, da, doch, doch, da. Da brauchen wir jetzt erstmal 4, 8, 16 Stück. Ah, jetzt habe ich keine normale Crafting Table mit. Ist auch egal. So. 4. Und jetzt lasst mich lügen. Ich brauche. Als ob ich mir jetzt hier ein paar mehr von mache, das ist eigentlich relativ egal. Machen wir mal 5. Und ich glaube, der Leuphönes ging jetzt also mit dem anderen Rezept so genau. Der Leuchsmelter, da ist er doch. Und wo tue ich den denn mal hin? Den, 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 den. Das ist jetzt sagen wir was anderes wieder hier. Hier sind die ganzen Büsche, die müssen jetzt auch alle irgendwann dann gesetzt werden. Aber wo tue ich den denn mal hin? Können wir eigentlich sozusagen hier hin machen? Genau. Und das brauchen wir halt alles später zum Verarbeiten wieder. Hier kann ich euch schon vorab sagen, hier kommt noch ein breiter Gang rein. Das heißt, das hier wird zugemacht und dann hätten wir wieder einen breiten Gang, obwohl wir auch sagen können, so, komm. Sieht hier auch nicht schlecht aus. Mittig drin die Fenster. Ihr habt alles, Judy. Gut, Holz weg. Luma haben wir. Glaspanels waren das, glaube ich, auch noch. Da waren, glaube ich, welche Glaspanels haben wir da. Wo kommen denn die ganzen Beeren her, wenn ich die hier mal reinschmeiße? Überlege ich gerade. Oder hatte ich die nur irgendwelche Kisten? Das kann natürlich auch sein, dass ich die irgendwo in welche Kisten hatte und die noch nicht verbraucht habe. So, Fackeln. Fackeln brauche ich nur Glasscheiben. Immer zwei habe ich. Fackeln habe ich genug. Da können wir euch, sagen wir mal, 12 Stück hier. 12 Fackeln, genau. Panels, Goldnuggets. 12 Goldnuggets. Habe ich die denn noch? Oder habe ich allgemein noch Gold? Gold habe ich da. 7 Goldnuggets. Haben wir das auch schon mal fackeln. Jetzt muss der Rest noch fertig brennen. Dann können wir nämlich die Lampen anbringen. Und wir haben sozusagen einen kleinen beleuchteten Tannenbaum. Sieht's aus. Dankeschön. 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 Obwohl wir hätten das hier eigentlich direkt reinschmeißen können wieder. Dafür brauche ich jetzt nämlich ein paar mehr. Da werde ich auch ein bisschen mehr vorbereiten jetzt. Hätte
eigentlich die Kohle behalten können. Erfahrungspunkte nur einsacken, das ist ja eigentlich immer okay, die kann man ja immer gebrauchen. Und ich will ja auch sozusagen meine Werkzeuge noch etwas besser reparieren. Beziehungsweise craften. So, Holzkohle. Wo habe ich denn da so viel und normale Kohle? Ach, da habe ich auch noch genug. Ich wundere mich schon. Also da habe ich doch genug gehabt. Und dann geht es natürlich hier weiter so. Kohle, 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 das ist jetzt ziemlich super, dass wir genug davon haben. So. Und es geht auch ratzfatz, wenn wir das halt so ein bisschen aufteilen, dann brauchen wir nicht halt lange warten und haben nachher im Endergebnis genug davon vorerst. Also was ich da noch für Schaltung mache, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann halt im späteren Spielverlauf halt sehen, was alles vor uns entsteht. Genau, da kommen jetzt nämlich immer Dinge raus, da kann ich nämlich schon mal ein paar mitnehmen. Na komm. Läuft doch super. So. Die läuft super. Das. So. Glock, 12 Stück. Den Rest alles reinwerfen und gut ist. Ab ins Portal rein. Wo ist denn die Uhr? Die Uhr, die ist gleich auf dunkel. Und hier werde ich jetzt... Warte mal, wo setze ich die denn hin? Oh, die kann ich halt... Wie? Ich wollte die doch hier hinsetzen. Wie kann ich die jetzt hier hinsetzen? Hallo? Oh, das ist doch blöd. Das ist doch blöd. Ich weiß es nicht. Da muss ich mir jetzt was überlegen. Sinnvoll wären ja Slabs, ne? Oder sage ich, ich nehme hier Zäune. Ich weiß ja nicht, wie das aussieht, keine Ahnung. Aua. Mäh. Weil ich kann die ja noch nicht mal oben drauf sitzen, das ist natürlich auch blöd. Hierhin so. Nun? Muss ich da jetzt einen vollen Block haben? Ist natürlich, das sieht natürlich auch ein bisschen blöd aus. Hätte ich mal vorher testen sollen. Zäune, nee. Oh. Slips habe ich doch gehabt. Nimm mal ein paar raus. Ja, dann müssen wir halt an Weihnachten damit mit den Bäumen kloppen ein bisschen machen. So. Ich schaue schon wieder die Folge auch schon fast wieder mal. Also es geht rotzfotz hier. Muss man das jetzt ernsthaft so machen hier? Auch nicht. Warum? Warum? Ich will die doch da unten drunter hängen. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich wollte, dass das ein bisschen besser aussieht. Und nun? Weil hier kann ich die ja dranhängen. Das ärgert natürlich mich jetzt ein bisschen. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das machen. Slaps erstmal hier rein. Ich glaube, ich habe da schon eine Idee. Und zwar habe ich doch dieses Fichtenholz gehabt. Fichtenholz, so Fichtenholz, okay, sieht auch ganz wenig aus. Fichtenholz, so Fichtenholz. Da müssen wir halt sozusagen hier, machen wir das hier hin. Das geht jetzt genau, da machen wir das jetzt so, komm. Etwas weihnachtlich muss es ja aussehen. Glock. Hier noch ein paar Dinger dran. Hier noch und wo können wir denn noch welche hinsetzen? Äh,
Das machen wir auf jeden Fall jetzt noch fertig. Wisst ihr was? Wir haben noch genug. Wir können doch hier sozusagen sagen. Uah. Machen wir hier links, rechts, zwei sieht ein bisschen. Ich sag, super sehen die jetzt nicht aus. Also ich will das, ich will das ja nur ein bisschen so beleuchtet haben hier. Wenn wir jetzt gleich mal die Nacht reinbrechen lassen. So. So. Dann würde ich sagen, sieht nicht ganz super aus, aber Hauptsache wir haben einen kleinen Weihnachtsbaum und können die Weihnachtszeit genießen und würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wo dann Weihnachten ist und ich hoffe, dann sehen wir uns auch hier wieder. Tschüssen!